Und schon wieder diese komischen Sternbilder, ich weiß es nicht. Sieht schon so aus. 1200 Pflaster. Fett. So, und danach werden uns noch Söldner angreifen, aber das macht nichts. Und wo geht's denn weiter als nächstes? Ich werde tatsächlich mal den nächsten Hafen anfahren. Eine kurze Reparatur. Mal gucken, was man so erstehen kann. Nun gut, es ist mir nicht sonderlich bekommen, die beiden Schiffe der Unterhändler zu sehen. Sie haben mir Söldner auf den Hals gehetzt. Na, okay, dann nehme ich die halt noch rasch mit. Was für eine Unsitte. Das macht man doch nicht. Hey, komm! Ja, genau. Klick aus dem fucking Bild. Ich hätte ihn so schön erwischt, aber nein. So, darf ich jetzt vielleicht ordentlich kämpfen oder? Verpieselt er sich? Feuer. So, macht mir das jetzt eigentlich Schaden? 586? Nein. Tatsächlich gar nicht. Ja, da hinten am Horizont wäre noch, aber... Ne. So. Erstmal die Crew wieder auffüllen. So, und direkt befördern. Und dann... So, was gibt es hier Feines? Normale Kanonenkugeln? Wie ist das mit der Kapazität vom, vom Laderaum. Na gut, ich kann erstmal eine ganze Mist hier loswerden. Silber, Seide, tonnenweise Tabak, Gewürze, Wein. Ich könnte mir ja mit dem ganzen Scheiß irgendwo eine Insel nehmen und dann einfach einen ruhigen Lebensabend verbringen. So, ja, eine Munition. Katsching. Und jetzt... Ja, unseres ist natürlich beträchtlich besser. Außer im Laderaum. Gut, der kann mehr Schüsse abgeben. Also sind wir, das ist wieder genau das gleiche, denke ich, wie das vorhin. Nur ist das hier... Das hat ja gar keine Klauen und Hauer und gar nichts.
Das ist ein ganz normales Scheißschiff. Aber ich dachte, das hätte das. Das war doch seins. Safe war das seins. Nun, auf jeden Fall gut zu wissen, woran man ist. Ja. Dann verkaufen wir das doch direkt. Mit 15% Aufpreis sogar. Ja. Ja. Katsching. So, und sonst? Auch nicht. Okay, wo geht's denn weiter? Da ist nichts. Was wäre da? Treue Freunde. Ja, das passt. Das ist nämlich die Hauptquest. Silberinsel, ja. Kann man drauf kommen. Halt, stopp. Ich glaube, wir segeln jetzt besser unter dieser Flagge weiter. Weiß ja nicht, wie die mit denen hier stehen, aber im Großen und Ganzen. Die anderen Matrosen sagten mir jetzt, dass sie ebenfalls mehr Jungfrauen gesehen haben. Wir müssen herausfinden, was da vor sich geht, bevor meine ganze Crew hysterisch wird. Lass dir ähnliche Geschichten über Meerjungfrauen erzählen. Mir auf jeden Fall nie langweilig. Die Seeker nahmen Offizier Ludwig an Bord und nun arbeitet er für sie. Leider will Admiral Vincent ihn uns nicht herausgeben. Wir können aber trotzdem unseren Feind befreien. Freund befreien. Wir tauschen ihn gegen 300 Sprenggranaten ein. Besorge 300 Sprenggranaten und bring sie zum... Ja, da hast du sie. Mist. Meine schönen Bomben! Admiral Vincent übergab uns Ludwigs Entlassungspapiere. Außerdem hat er sogar ein paar der Granaten bezahlt, die wir ihm gebracht haben. Tatsächlich habe ich glaube ich mehr bekommen, als ich beim Händler bekommen würde. Nun müssen wir nur noch Ludwig vom Schiff holen, das von hier aus Richtung Nordosten fährt. Ja gut, nee, ein bisschen weniger habe ich bekommen, aber das macht nichts. Das habe ich schon. Frontfigur. Katsching! Ja, okay. Es ist nicht so ultimativ, aber warum nicht? Sieht eigentlich ziemlich scheiße aus. Egal. Vielleicht bekommen wir bald ein blaues Schiff.
So, Meerjungfrauen, lass die Karten eintopfen. Oh. Da geht's langsam los, hä? Voll lustig von dem Schiff, das irgendwo im Norden segelt. Piratenangriff, ja los. Die nehmen wir noch mit. Noch kurz den Boni, danke. Lass uns unseren neuen Rambock ausprobieren. Hallöchen! Oh, so ein Wichser mit seinem Schild. Aber du hast kein Schild. Oh, wir haben doch einen Kumpel dabei. Easy. Auch nett. Der andere ist schon geplättet, hä, wie es scheint. Oder? Nein, noch nicht. Im Gegenteil. Hallöchen, bam. Der andere. Und mein Ziel wäre da hinten. Ist das das? So, danke. Paar Bomben, okay. Na, ja, wir fahren jetzt natürlich hart gegen den Wind. Da muss ich dran denken, dass ich die Zeit anhalten kann. Gerade für Screenshots. Ludwig ist wieder bei uns. Er ist das letzte Mitglied unserer Crew, nach dem wir suchten. Und jetzt sind wir wieder alle zusammen. Leider ist mein neues Schiff kein Vergleich zu meiner schönen alten Henrietta. Wir brauchen immer noch einen Namen. Han Solo. Unser Schiff ist die Han Solo. Aber die werden wir rächen. Wir werden diese Kreatur um jeden Preis finden. Im Osten fangen wir damit an. Ich halte ein Offizier. Aha, aha, aha. Minimaler Schaden minus 1, aber maximaler plus 2, okay.
Beutesuche plus 1%. Das hat mir gerade nichts. Offizier Ludwig fand nach dem Krieg keinen Platz für sich auf dem Trockenen. Er rettete mir in einer schlimmen Geschichte das Leben, wobei mir auffiel, dass ich nirgendwo einen besseren Kanonier finden würde. So, besuche Häfen im Osten, um mehr über diese verdammte Kreatur zu erfahren. Ah. Okay. Kanonier. So, ich kann keinen mehr befördern. Das ist gut. Und Häfen im Osten, ja. Wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten. Könnte man der Reihe nach noch abfahren. Ah, komm. Krieg? Ne. Das ist nicht mein Krieg. Ich bin ein Schweizer. Das geht mich nichts an. Piratenangriff. Bisschen langweilig. Die haben nichts. Drei Matrosen haben mir von einem Monster erzählt, das sie vor nicht allzu langer Zeit auf offener See gesehen haben. Leider waren sie so betrunken, dass sie kaum stehen konnten, und andere berichteten, dass sie schon seit 6 Monaten nicht mehr auf See waren. Ah. Wir sollten die Geschichte also lieber vergessen. Moment, ist mit Osten einfach nur das hier gemeint? Ich dachte, das wäre da hinten die nächste Map gemeint. So, das Befeuern der Flammen, gefallene Festung. Ganz alleine 3 Festungen zerstören. Das heißt, jeder gute Bürger des Dominion wäre dazu ohne weiteres in der Lage. Aha. Zerstöre 3 beliebige Festungen des Königreichs. Nicht heute. Krieger der See. Loyalität unter Beweis stellen. Versenke 5 Schiffe des Königreichs. Ich will mir jetzt nicht direkt wieder zum Feind machen. So, das, das. Haben wir zufällig was? Nein, haben wir nicht. Ja, ja, allseits bekannt, allseits bekannt. Gut. Fahren wir direkt den nächsten Hafen an. Mutte. Jemand hat mir versprochen, alles über das gesuchte Monster zu erzählen. Leider hat er eine unglaubliche Summe dafür verlangt. Ich bin kein dummer kleiner Matrose mehr, solche Betrüger lauern an jeder Ecke. Hauptsache, du hast ihm die 10.000 nicht einfach ausgehändigt. Blockade, ne. Krabbenbehandlung. So, und bei euch? Boah. Wenn ich hier wenigstens eine Vorschau von dieser Malerei sehen könnte. Nun gut. Piratenangriff.
guck mal, was die Kollegen hier so Schönes haben. Rum und Crap. Gut. Dankeschön. Dankeschön, habe ich gesagt. Popelbombe 1, 2, 3. Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Irgendwoher muss ich dich kennen, sonst würdest du mich nicht mit gottkaiserlichen Herrlichkeit ansprechen. Oh, was ist das? Es steht doch unten im Text. Ah, okay, ja. Ja, okay. Nun dann, willkommen. Schaden, 3000 haben wir genau nicht. So, hier noch um die Ecke und... Ah komm, nehmen wir den Piratenangriff mal mit. Kann man ja mal machen. Wo seid ihr? Wir haben wieder so ein komisches Katapult oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht, noch nie gesehen in einem Laden. So Männer, ihr wisst wie das funktioniert. Was, ihr trefft nicht? Ihr enttäuscht mich aber. Aufpassen! Ah, ich habe Verbündete. Ah, die Piraten sind alle schon zusammengeschossen. Okay. Was war letzten Sonntag in einem Stream unterwegs und auch gesehen habe? Ah, alles klar. Vorletzten Sonntag. Vorletzten Sonntag. Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Oh, ich habe eine Knarre gefunden. Genau die, die ich schon habe. Gut, können wir eine verkaufen. Ja, dann auf jeden Fall schön, dass du hergefunden hast. Und ich hoffe, es gefällt dir einigermaßen. Huch. Ja, die letzten paar Meter können wir auch manuell zurücklegen. Oder Meilen. Ups. Ah, da ist es auch schon. Konzept ist interessant, leicht mittelalterlich angehaucht, mit einer Spur bösen Sarkasmus. Spur ist noch gar kein Ausdruck. So, was gibt es denn hier Feines? By the way, ich würde nicht so weit gehen, das ganze Konzept zu nennen. 125 nur, boah. Das übliche. Oh, ein roter Schweif. Wir müssen halt wieder mal anständig an ein bisschen Geld kommen, ein paar
Händler überfallen oder keine Ahnung. So, jetzt haben wir einmal die Runde gemacht. Hier ist eine Festung. Und die alte Quest Training, die wir schon vor Ewigkeiten angenommen haben. Piratenfregatte, okay. Und ich bin mitten in einem Minenfeld. Was ist denn bitteschön das für ein abartiges Training? Wisst ihr, wo ihr mich könnt? Aber vielleicht kann ich ja meine Verbündeten mit in die Minen locken und die fliegen dann in die Luft und dann kann ich sie looten. Da hinten geht es auf jeden Fall schon mal zur Sache. Ich werde den Teufel tun und da reinfahren. Ja, pfeife ich auf die Quest. So, der ist schon völlig immobilisiert. Theoretisch könnten wir den Typen jetzt entern und sein Schiff verkaufen im nächsten Hafen. Hoppala. Nun, das wäre das gewesen. Aber es scheint so, als könnte man den hier entern. Unser Verbündeten, wirklich. Gleich mal gucken. Halt, stopp. Oder wird das einfach nur angezeigt, weil er die Segel kaputt hat und wir können hier nichts machen. Ups. Und wenn ich die Piratenflagge hisse, kann ich dann? Nein. Ich glaube nicht. Nun, aber ich kann ihn rammen. Rammen, bis er kaputt geht und dann looten, das geht. So, wieder das. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Fahr du noch ein bisschen in die Minen und dann sehen wir uns sofort. Oh, fett. Hat sich gelohnt, ein bisschen. Na, wo bist du? Wo bist du? Huh? Ach, die Seeschlachten werden echt niemals langweilig. Ich liebe es. Feuer! Einfach nicht zu nah an die Minen, dann upsala, ist alles gut. Ja, ramm ihn los! Bam! Schön, schön. Hier hinten ist auch noch Plündergut. Das nehme ich mal so auf. So, und dann wäre da immer noch... Na, immer noch das.
und. Aha. Wow, 900. Noch mehr. Okay, ihr seid auf jeden Fall starke Gegner. Stark genug, um einem Rambock standzuhalten, das wird sich zeigen, nicht wahr, Kollegen? Sie haben auf jeden Fall ein Schild, was sie zumindest teilweise vor meinen Bomben schützt. Mist. Ja, und ich ziehe ihn natürlich voll in den Schutzwinkel rein. So, jetzt aber. Und noch einmal beidrehen und... nein. Machst du? Schiff, was machst du? Oh, schön. Hat sich dann doch gelohnt. Es gibt immer noch diese elendige Quest. Und ein bisschen Loot, das können wir so einsammeln. Dann haben wir das Training jetzt geschafft, oder? Ja! Unterbrich mich halt! So, gleiches Spiel wie immer, ja? Nun, mir soll's recht sein. Die Segel sind langsam ein bisschen zerschossen. Wirklich? Mich rammen? Mich? Ja, wir sind verlangsamt und schippern gegen den Wind. Wow. Zehnfache Geschwindigkeit und er schleicht. Ja gut, ist nicht zehnfach. So, Training. Nimm einen Trainingskampf im stillen Wasser teil. Haben wir gemacht. Eigentlich. Zuerst mal die Typen platt machen. Wo seid ihr? Dominion-Typen. Piraten, 700. Und bei euch? Gut. Dann zeigt mal, was ihr könnt.
Warum habe ich diese beschissene Munition geladen? Ich bin halt echt nahezu manövrierungsunfähig, nachdem die Segel auf die Hälfte runtergeschossen wurden. Und ich gegen den Wind fahre, mal wieder. Wie könnte ich auch nicht? Ah, du bist zu weit. Ja, perfekt. Ja, ramm mich nur. Du bist derjenige, der Schaden nimmt. Dich habe ich noch gar nicht analysiert, hä? Ah, schöner Winkel, wunderschön, wunderschön. So, ist da noch was? Ja, da hinten. Oh, wir haben Schmuck gefunden. Cool. Ein paar Kanonenkugeln, Gold. So, kommst du oder soll ich zu dir kommen? Naja, geht. Einen Trainingskampf würde ich das nicht nennen. Wir wurden auf den Fleischwolf geredet und haben gerade so überlebt. Fahre zur Hauptstadt des Dominions auf der Mutterinsel. Naja, gerade so. Ich finde, wir sind relativ geil weggekommen. So. Das hier und das hier und hier noch einiges und... Das wär's, glaube ich. Rum. Rum ist immer gut. Und das hier war dann die andere Quest. Wie hieß sie? In den Seilen oder so. Ich habe alles genauso gemacht, wie die Seekers mir gesagt haben. Plötzlich sah ich die Konturen eines kleinen Mannes. Nach einer Weile war er sogar ziemlich gut zu erkennen. Wie das vor sich ging, ist nicht sonderlich wichtig. Viel wichtiger ist nämlich, dass dieses versiffte Wesen mein Leben auf See komplett umkrempeln will. Wenn ich seine seltsamen Forderungen nicht erfülle... Finde einen mit Goldfaden bestickten Gehrock für Kinder und kaufe ihn mit 400 Piastern. Okay.